So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von A New Beginning. Da muss ich jetzt einiges zu sagen. Und zwar wundert ihr euch vielleicht schon, warum es jetzt so lange gedauert hat, vom letzten Part bis zu diesem. Das liegt daran, dass ich schon weitergespielt habe und auch aufgenommen habe. Ich wurde auch super aufgenommen, allerdings die Ingame-Sounds nicht. Ja, das ist ein bisschen doof gewesen, weil gerade es gibt ja sehr viele Dialoge und alles und dann ist es auch ein bisschen doof, wenn die Ingame-Sounds nicht da sind, dachte ich mir. Vor allem, ja, wenn man halt sich das vorher schon die letzten Parts angeguckt hat und dann auf einmal ist es nicht da, ist schon sehr ärgerlich. Deshalb kam noch das Problem hinzu, dass man ja nicht speichern kann. Ja, wie ihr seht, wenn ich hier speichern möchte, dann passiert einfach nichts. Ja, und dann ist es natürlich ein bisschen doof, weil wenn ich auf Weiterspielen gegangen bin, war ich natürlich schon weiter und dann habt ihr Sachen nicht gesehen und das ist natürlich ärgerlich. Deshalb habe ich den letzten Spielstand, der möglich, wenn ich noch speichern konnte, geladen, was noch auf der Atlas war, als noch nicht da die Bombe und so explodiert ist. Also, ja, es war dann schon etwa eine halbe Stunde so, was ich noch weiterspielen musste. Ich meine, jetzt kannte ich ja alle Sachen schon, was ich machen musste, darum ging es relativ fix, aber war trotzdem ärgerlich. Gut, soviel dazu. Nun zurück zum Fernglasrätsel. Also ich war schon ziemlich verzweifelt. Ich habe mir ein paar andere Let's Plays angeguckt von The New Beginning, um zu gucken, wie die das lösen, damit ich halt auf eine Lösung komme. Allerdings haben die alle einfach nur in der Lösung nachgeguckt. Also ich habe keinen Let's Play auf YouTube gefunden von dem Spiel, wo nicht in der Lösung nachgeguckt wurde. Das war mich jetzt für mich nicht so zufriedenstellend. Und mit ein bisschen Probieren bin ich dann tatsächlich auf die Lösung gekommen. Und zwar schreiben wir alle Nummern, also er sagt ja immer Nummern am Anfang von seinen Texten. Log 4, diese 0712. Diese 0712. Diese Nummern, die sagt er ja vor jedem Log. So. Also fangen wir mal an mit dem ersten, das war hier unten. Log 2, 0142. Eine Aufbereitungsanlage. Nah am Dschungel gelegen, aber weit um. Ich werde. So, das war die erste, 0142. Dann haben wir. Log 3, 0446. Der Wachturm ist ein Problem. Zusätzlich kontrolliert. Ich soll. Dann hier 0446. Log 4, 0712. Emilio Indes ist mit einem Boot eingetroffen. Ah, ich glaube aber, okay, ich glaube, das war doch nicht. Ja, ich gucke einfach mal. Log 5, 0949. Ich habe endlich einen Zugang zum Hauptgebäude gefunden. Ein Rohrsis auf dem Weg und am hintersten. Ja. Gut, das ist irgendwie doch nicht das gewesen. Oh, wie ging das noch? Also man musste vier Zahlen untereinander schreiben und dann die Diagonale von oben links, so A. Das ist dann quasi AA, das ist so BB, CC, CD. Und das war dann die Zahl. Ich frage mich gerade nur, welche Zahlen das waren. Weil wenn ich das jetzt so habe, dann ist es ja 0419. Ich glaube, das war es nicht. Genau, die Tür ist ja auf jeden Fall hier. Nee, das ist es nicht. Was aber auch geht, ist vielleicht waren es die Werte, die selber die Ortskoordinaten, die man nehmen musste. Ich versuche einfach mal das, also immer hier oben die O-Koordinate. Hier scheint es nichts Wichtiges zu. Vielleicht ist aber auch nur der Fokus falsch. Okay, das hat mich ein bisschen verwirrt. Dieser Ausdruck von ihr. So 3591. Ja, als drittes waren wir dann hier, 2897. Und das letzte ist im Gang hier selber. 1152. So, wenn man jetzt die Diagonalen nimmt, hat man 1592. Also hier halt die 2, ne, von dem anderen hier die 5. Nicht die 5, die 9. Man nimmt ja immer die oberen Werte. Ne, hier von die 5. Und hier die 1. Also 15. 92. Das könnte es gewesen sein. Top. Bent, ich hab ihn.
Wo ist er? Er hat einen Hintereingang gefunden. Komm mit, ich zeig's dir. Ja. Super. Abgeschlossen? Oder verbarrikadiert. Will Salvador vielleicht gar nicht, dass wir ihm folgen? Er ist manchmal etwas schwierig. Wie auch immer, wir müssen da rein. Das ist richtig. Gut, Salvador? Hier rein ist er verschwunden? Psst, oh Gott. Salvador erschießt die Wachen. Bist du sicher, dass das nicht andersherum ist? Ja. Und ich fürchte, du wirst gleich sehen, dass ich recht habe. Okay. Das eskaliert ziemlich schnell. Was haben wir noch an Gegenständen und Messer? Gut, dann gehen wir mal rein. Lass uns doch versuchen, durch das Rohr zu klettern. Mach du das mal allein. Nach der Kletteraktion im Labor ist mein Rücken jetzt völlig im Eimer. Gut. Dann suche ich einen Weg, die Tür von der anderen Seite zu öffnen. Bis gleich. Sei vorsichtig. So, hier haben wir jetzt das nächste Rätsel. Ja, also im Prinzip sehen wir hier 9 Kammern, sage ich mal, oder 3 sehr große Kammern und die in 3 Stockwerke unterteilt sind, also im Prinzip 9 Abschnitte. Ja, und da ist so ein Ventilrad und da wollen wir wahrscheinlich hin. Okay. Gut, hier ist noch eine weitere Tür. Ja, hier sehen wir Poster von Whispered World im Hintergrund. Das ist schon mal sehr cool gemacht eigentlich. Ist auch ein Adventure von Daedalic, deshalb ist ganz lustig eigentlich. So, und ja. Was das wohl darstellen soll? Und was haben all die Lichter zu bedeuten? Ja, also man sieht jetzt hier halt rechts diese Konsole und die blauen Felder sind im Prinzip Wasser. Das ist genau das, was wir jetzt hier gesehen haben. Hier links die 2 sind mit Wasser voll und das. Und die roten Punkte sind Türen, die entweder geschlossen sind oder eben nicht. Und wir können das Wasser eben so hin und her bewegen. Jetzt ist zum Beispiel nur rechts das Wasser. Ja, und jetzt können wir hier runter. Dazu müssen wir aber draußen her. Ja, jetzt können wir hier nämlich das Schott öffnen. Und nicht nur das, wir können auch den Hebel umlegen. Die Brücke hat sich von der Ebene... Genau, die war jetzt hier festgebunden, diese Schwimmbrücke. Jetzt ist sie abgekoppelt, das heißt, sie kann auch hoch. Weil im Idealfall wollen sie ja eigentlich oben haben, damit wir da rüberkommen. Die Tür können wir natürlich nicht öffnen, sonst würden wir von dem ganzen Wasser zerdrückt. Und wie ihr seht, ist oben wieder so ein Symbol, dass wir das überspringen können. Aber das wollen wir natürlich nicht machen. So. Das schließe ich mal. Und dann müssen wir jetzt die Brücke festmachen. Das heißt, da muss Wasser sein. In der Mitte vor allem. Ne, nach rechts geht es nicht, aber nach links. So. Genau, jetzt ist nämlich die Brücke ja da, wo wir sie wollen. Die Brücke ist da. Was jetzt noch stört, ist, dass hier auch Wasser drin ist. Weil... Naja, wenn da noch Wasser ist, ist es ein bisschen doof. Okay, jetzt ist alles mit Wasser voll, das ist schlecht. Dann mache ich mal die Tür zu. Wir müssen halt das jetzt noch weg vom Wasser kriegen. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, wie ich es gemacht habe. Aber es könnte so sein. Okay, nicht wirklich. Ah, die Tür ist... Ne, die ist offen. Ja, wir sollten die vielleicht schließen und dann klappt es vielleicht.
Also, ich hoffe mal. Okay, ich mache unten das Stauschott wieder zu. Das kommt mir irgendwie sinnig vor. Hier die Tür. Ich hoffe, dass doch, aber ich denke schon, das klingt sinnig. Alle Türen schließen und jetzt einfach das Wasser nach links. Ja, super. Jetzt können wir da gefahrlos hin, das Ventilrad drehen und dann damit lassen wir, glaube ich, dann das ganze Wasser ab komplett. Und ich glaube, die Tür da unten ist. Ja, weiß ich nicht. Irgendeine Tür ist die nach draußen. So ganz genau habe ich das auch nicht verstanden, welche das sein soll, weil wir ja durch die Rohre reinkamen. Naja, die kann es ja nicht sein, also wahrscheinlich die. So. Geschafft. Ja, sicher die. Die Frage ist, wo gehen wir dann nach weiter, weil ich meine, da hinten war ja jetzt nicht mehr viel, aber gut. So. Bent. Ja, das ist sie doch tatsächlich. Na endlich. Was hast du da drin gemacht? Nicht zicken, mitkommen. Salvador kann nicht mehr weit sein. Okay. Das war Salvador. Kellerman? Psst, da kommt wer. Kellerman, verflucht, wo stecken Sie? Ich bin hier, Sir, und ich habe Besuch mitgebracht. Duwe. Bent, psst. Der junge Svensson. Was hattest du vor, Duwe? Wolltest du deine Bezahlung abholen? Oder kommst du etwa wegen deinem verhassten Wundergemüse? Du hast kein Recht auf unsere Forschung, Indes. Ganz im Gegenteil. Ich sehe es als meine Pflicht, die Welt von diesem grünen Schleim zu befreien. Und da ich nicht nur gewissenhaft, sondern auch gründlich arbeite, werde ich die Schöpfer gleich mit beseitigen. Das ist mein Stichwort, richtig? Das würde ich so sehen. Bring sie zu dem anderen Gefangenen und erledige sie. Und dann durchkämmt das Gebäude. Wenn Duwe hier ist, wird auch der alte Svensson nicht weit sein. Und diese verrückte Klimaaktivistin. Ich bin derweil in meinem Büro und mache mir einen leckeren Algentee. Bent? Sie werden ihn umbringen. Nein, werden Sie nicht. Nicht solange ich hier noch sitze. Ich glaube, Sie überschätzen sich da. Nein, hör mir zu. Unsere Alge in der Zukunft wurde von dir und Duwe zusammen entwickelt. Wäre Duwe heute gestorben, dann gäbe es auch die Alge nicht mehr und wir hätten nie mit der Zeitkapsel in die Vergangenheit reisen können. Der Zeitverlauf hätte sich so drastisch geändert, dass ich mich sofort in nichts auflösen würde. Das verstehe ich nicht. Heißt das, wir können das Reaktorunglück gar nicht aufhalten? Doch. Nur werde ich dann... Ich werde verschwinden. Du musst das jetzt nicht verstehen. Vertrau mir einfach, wenn ich sage, dass du deinen Sohn retten wirst. Okay. Dann glaube ich das mal. Ja. Ich kümmere mich derweil um die Alge. Und jetzt los. Pass auf dich auf, Faye. Du auch. Salvador Scappi. Ist in diesem Raum über mir, zusammen mit Indes. Ich muss ihn irgendwie da rauslocken. Ja. Als erstes nehmen wir uns mal einen Keil. Ja. Gut, also es gibt den Fahrstuhl nach oben in sein Büro, die Steuerung von der Klimaanlage und seine Sekretärin. Und mit ihr möchte sie sicher nicht sprechen. Ich muss aufpassen, dass sie mich nicht sieht. Genau, also ich
Ich finde das gerade räumlich eh ein bisschen komisch, weil das ist ja hier etwas auf der Höhe. Also die müsste sie doch jetzt auch schon sehen, aber na gut. Ich sag mal nichts. Ja, und da hinten ist Indes. Und es gibt jetzt Zweige. Und seine Balkontür. Mit den Zweigen kann ich jetzt die Klimaanlage verstopfen. Dann wird er die Tür aufmachen. Da deshalb, kommt er nicht mehr so leicht wieder raus. Deshalb blocke ich jetzt die Tür. Ja, der hat sie dadurch zwar aufgemacht, was ich auch nicht so ganz verstehe, aber. Und dann verstopfe ich mal die Lüftungsanlage. Mal sehen, ob das funktioniert. Jetzt werden sie nach unten gepustet. Nein, in der. Bis auf einen Spalt lässt sie sich nicht mehr öffnen. Mhm. Okay. Miss Buendia? Ja, Sir? Meine Balkontür klemmt und die Klimaanlage spielt verrückt. Drehen Sie sie wieder hoch. Ich habe nicht vor, in dieser Wildnis zu erfrieren. Sehr wohl. Danke. Okay. So, vielleicht muss ich die kaputt machen, die Klimaanlage mit dem Messer oder ähnlich. Jetzt wird. So. Miss Wendy. Ja, Sir? Drehen Sie sie wieder hoch. Sehr wohl. Okay. Danke. Mir gerade. Ah, das Telefon. Ah, ich verstehe. Ich muss das Telefon wahrscheinlich kaputt machen. Also die Leitung durchschneiden. Damit er nicht mehr bei seiner Sekretärin anrufen kann und sich beschweren kann darüber. Das macht natürlich Sinn. Mal sehen, ob jetzt. Also ich sag mal, es ist schon sehr merkwürdig, ne, dass hier ständig irgendwie die Blätter runtergeweht werden. Aber gut. Und schnipp. Ach, ich habe die. Oh, ich habe vergessen, die Anlage umzustellen noch. Ja. So. Miss Wen. Hören Sie mich? Ich bin Leiter eines Weltkonzerns und kein Eisbär am Nordpol. Alles muss man selber machen. Dass er uns da auch nicht sieht, ist auch ein bisschen komisch, ne? Wir stehen ja nicht mal hinter der Säule. Ja, aber gut. Dann holen wir uns jetzt mal die Algengenerator. Geschafft. Sehr gut, Faye hat ihren Teil geschafft. Jetzt müssen wir nur noch Duwe retten. Und Salvador und Oggi. Ich mache einfach mal einen neuen Part dafür. Bis gleich. Tschüss.